Hallo Entdeckerfreunde, in einer Woche ist Silvester und ich möchte euch ein Kinderfeuerwerk ohne Feuer zeigen. Wie mache ich das? Ich habe euch das in diesem Video schon mal gezeigt mit einer Filmdosenrakete. Das heißt, eine kleine Filmdose aus dem Fotohandel fülle ich mit einer Brausetablette und Wasser und lasse die in die Luft fliegen. Das mache ich aber nicht mit einer, sondern mit 20 Stück auf einmal. Versuche ich auf jeden Fall. Und dafür habe ich mir einen Trick ausgedacht. Und zwar habe ich mir aus Installationsrohr solche kurzen Stückchen gesägt. Die passen genau hier rein. Und die bilden einen Abstand zum Wasser und zur Tablette. Das heißt, ich kann die Tablette und das Wasser einfüllen, ohne dass die anfängt zu sprudeln. Und so kann ich die Raketen schon mal scharf machen, aber noch nicht losgehen lassen. Und das mache ich jetzt mal. Und dann guck mal, was passiert. So, jetzt kommen die Brausetabletten dazu, Schutzbrille auf. Das Ganze ist nicht ganz ungefährlich. Es kann nämlich sein, dass euch so eine Dose direkt vor den Kopf schießt oder ins Auge. Das wollt ihr nicht. Seid vorsichtig, tragt eine Schutzbrille und geht gleich in Deckung. So, Wasser ist drin, Tabletten sind drin. Nichts passiert, die Tabletten haben keinen Kontakt zum Wasser. Und jetzt mache ich die Kapseln alle wieder einzeln zu und stell die vorsichtig wieder aufs Tablett. Wichtig ist, dass ihr die dicht zumacht, dass möglichst nicht viel rauskommt von dem Sprudel, was nachher entsteht. So, jetzt geht's gleich los. Das zweite Tablett kommt ins Spiel. Ich lege das da oben drüber und dann wende ich alle Döschen auf einmal. Das muss man jetzt gut üben. Und hau ab. Ja, Leute, ganz schöne Sauerei. Es sind nicht alle in die Luft geflogen. Ich habe ein bisschen Angst und stelle die jetzt erstmal hier an den Rand vom Tisch. Vielleicht passiert hier noch was. Ansonsten hat das im Prinzip funktioniert. Schönes Feuerwerk ohne Feuer. Wenn ihr Spaß am Experimentieren habt, schaut nächsten Sonntag wieder zu. Dann gibt es ein neues Experiment auf dem Entdeckerlab YouTube-Kanal. Und bis dahin sage ich nicht glauben, ausprobieren und bleibt neugierig. Tschüss!